Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 28.09.2020. Ich war gerade vorhin bei der Ärztin, weil meine Zuckerwerte immer mehr außer Kontrolle geraten. Und meine Blutfette und mein Herz-Kreislauf-System ist auch nicht recht gut benannt. Ich habe einen ziemlich hohen Blutdruck. Und meine Blutfette und Blut, also das Cholesterin ist erhöht, sogar stark. Ich muss jetzt zum Internisten, weil das alles irgendwie zusammenhängt, auch mit dem Diabetes. Und da werde ich wahrscheinlich auf Blutdrucktabletten eingestellt, sowie auf Fettsenker fürs Blut. Also 2 bis 3 Tabletten mehr am Tag. Und wahrscheinlich einige Antidepressiva könnten dran schuld sein. Aber auch, dass ich mich nicht bewegen kann, weil halt die freien Radikale im Blut und die Blutfette durch Bewegung abgebaut werden und ich mich hier mittlerweile fast nicht mehr bewegen kann. Und die Zuckerwerte müssen, also der Diabetes muss nur eingestellt werden und die anderen Werte auch. Jetzt müssen wir 3-mal am Tag Blutdruck messen und aufschreiben. Und je nachdem, was dann der Arzt sagt, wird das dann verändert und wir müssen Kontakt zur Diabetikambulanz aufbauen, weil halt das auch nicht stimmt. Obwohl das vielleicht der Internist auch einstellen kann. Mein Vater ruft morgen dort an, heute ist es schon zu spät. Es ist 18 Uhr oder 19, gerade 19 Uhr geworden. 19:01 Uhr. Ich habe gestern kein Video aufgenommen, weil ich bin um 1 aufgestanden, um 1 nachmittags und um 7 wieder ins Bett gegangen. Und habe gleich abgedreht und geschlafen. Ich war gestern irgendwie so müde. Ich war um 1 bei weitem noch nicht ausgeschlafen. Und um 7 schon wieder so müde, dass ich schlafen gehen hätte können. Dass ich schlafen gegangen bin. Und ja. Momentan passiert nicht viel. Mit Kerstin werde ich weiterhin Telefongespräche führen ja, also über Telefonate Kontakt halten. Und mal gucken, wie sich die Regeln im Spital wieder ändern. Wenn die Ansteckungszahlen wieder sinken. Aber das tun sie momentan ja nicht. Sondern sie steigen radikal. Und ich muss natürlich das auch mit ihr besprechen. Obwohl sie sich da nicht auskennt, aber das gehört zum Gesamtbild. Ich bin irgendwie verärgert, dass es jetzt, wie ich zum Rauchen aufgehört habe, mein Blut nicht passt, weil ich eigentlich alles Mögliche tue, damit es mir besser geht und damit ich gesundheitlich gut drauf bin und so. Und jetzt gerät alles aus der Fuge. Ich weiß, dass meine Blutwerte schon länger schlecht sind, aber und nichts mit dem Rauchen aufhören zu tun haben. Aber
Irgendwie, jetzt bin ich 2 Wochen rauchfrei. Und jetzt passiert das. Irgendwie zahlt sich das nicht so richtig aus. Obwohl natürlich jetzt nichts Schlimmes passiert ist. Aber es ist halt für die Herzkranzgefäße, für die Gefäße und fürs Herz nicht gut, wenn die Blutfette und der Stoffwechsel so schlecht ist und die Zuckerwerte und alles. Und irgendwie ärgert mich das jetzt, weil ich jetzt extra gesünder leben wollte. Und ich bin echt kein Mensch, der viel nascht. Aber durch die fehlende Bewegung kann ich halt auch nicht abnehmen. Sondern schwer. Und ich weiß nicht, wohin mich das noch führt. Es ärgert mich auf jeden Fall sehr. Aber ich werde natürlich alles tun, damit es bald von den Blutwerten her besser geht. Und das Schlimmste wie Herzinfarkt oder eine Zehenamputation bis zur Beinamputation, was ja bei Zucker möglich ist, abgewendet ist und so mir nichts passieren kann. Ich habe immer gedacht, ich bin mit dem Blutverdünnungsmittel eh schon auf dem sicheren Hafen, keinen Schlaganfall zu bekommen. Aber jetzt, wo die Blutfette so schlecht sind, ist halt das Risiko wieder erhöht. Und das möchte ich auf keinen Fall. Sonst hätte ich auch nicht aufgehört zu rauchen. Weil dann wäre es ja egal, aber ich lebe ja eigentlich gerne oder zumindest die meiste Zeit des Lebens gerne. Und ich würde es schade finden, wenn ich mit 40 oder 50 an einem Herzinfarkt sterbe. Oder mir ein Bein oder so amputiert werden müsste, weil der Diabetes um sich greift. Das kann natürlich alles passieren, das kann auch einem relativ gesunden Menschen passieren, aber und den Diabetes bekomme ich nicht mehr weg, aber dran sterben will ich halt auch nicht. Genauso wenig wie Lungenkrebs. Deswegen habe ich ja jetzt aufgehört zu rauchen, aber irgendwie gibt es wenig Sinn, wenn dann solche Botschaften folgen. Es ist jetzt nicht irgendwie Not am Mann, also nicht irgendwie die roten Leuchten an, aber das sind die ersten Zeichen, dass es dem Körper einfach nicht gut geht. Und das macht natürlich nicht so ein angenehmes Gefühl oder lässt mich nicht denken, ich bin sicher vor dem allen. Und ja, das ist sehr anstrengend alles. Also die Werte haben mich schon schockiert. Ich hoffe, dass es in ein paar Wochen besser ist, wenn ich auf Medikamente eingestellt werde. Und wenn wir jetzt Blutdruck messen jeden Tag, dreimal. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao. Arines.